Hallo lieber Hundefreund. Hecheln ist die primäre Art, wie sich unsere Hunde abkühlen. Anders als viele Hundebesitzer glauben, stehen dem Hund noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, seine Körpertemperatur zu reduzieren. Gerade beim Thema Hecheln gibt es viele falsche Informationen, die bereits weit verbreitet sind. Wenn dein Hund hechelt, verdunstet Wasser über die Oberfläche der Lunge, der Zunge und den Mund. Das verdunstete Wasser schließt Körperwärme ein und entfernt diese so effektiv aus dem Körper. Das schnelle Atmen versorgt den Blutkreislauf außerdem mit Sauerstoff, was ebenfalls einen kühlenden Effekt hat, weil die erhitzte Luft innerhalb des Körpers gegen kühle Außenluft ausgetauscht wird. Aber Hecheln ist ebenfalls ein Mechanismus, mit Stress umzugehen. Hat dein Hund Angst, kann er zu diesem altbewährten Mittel zurückgreifen, um sich zu beruhigen. Daran kannst du erkennen, ob dein Hund Angst hat. Gähnen, winseln, ein versteckter Schwanz, verstecken, sabbern, eine geduckte Haltung, zittern, Appetitlosigkeit und Durchfall. Hast du das Hecheln deines Hundes als abnormal klassifiziert, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, einen Tierarzt aufzusuchen. Grundsätzlich gilt hier, wie sonst auch, dass es niemals eine schlechte Idee ist, einen Tierarzt um Rat zu fragen, wenn du dir nicht sicher bist, wie du damit umgehen sollst, wenn dein Hund exzessiv hechelt. In unserem Ratgeber findest du einen noch ausführlicheren Artikel, der dich mit vielen weiteren Informationen versorgt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.